Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch heute. Wir sind, Sie sehen hier den Vorlesungsplan, mitten in der Untersuchung. Ich erinnere entsprechend nur kurz an die letzte Woche, dann machen wir unmittelbar weiter. Wir hatten uns in der letzten Sitzung gefragt, wie eigentlich die Systematizität der Trias begründet wurde. Denn in Goethes Naturformennotiz, wie auch in so manch anderer Formulierung der Trias, fehlt diese systematische Begründung einfach. Es war einfach nicht ersichtlich, warum es gerade nur drei Naturformen, drei Hauptgattungen oder was auch immer geben sollte. Hinzu kam, dass die Geschichte der Gattungspoetik im Grunde keine triadischen Begründungsmuster zur Verfügung stellte, zumindest die Geschichte bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Denn zum einen war da ja jene lediglich kommentierende Gattungspoetik, die auf Systematizität gänzlich verzichtete und stattdessen einfach die überlieferten Gattungen auflistete oder eben und eben kommentierte. Zum anderen gab es, unter anderem im Feld der resonierenden Gattungspoetik, Systematisierungsvorschläge, die in der Regel auf binäre Ordnungen hinausliefen. Zwei hatten wir in der letzten Woche kennengelernt, zum einen die auf die bis auf Aristoteles zurückgehende Systematisierung nach dem Redekriterium. Diese hatten wir zum Beispiel noch bei Johann Joachim Eschenburg angetroffen. Sie sehen das hier. Eschenburg unterschied, wir hatten uns damit auseinandergesetzt, zwischen zwei Hauptgattungen. Eine, worin der Dichter selbst redet und zu der unter anderem die epische und die lyrische Poesie zählt, und eine Hauptgattung, worin der Dichter fremde Personen reden und handeln lässt. Das ist die dramatische Gattung. Das ist aber eben nur eine binäre Ordnung, der wir am Ende des 18. Jahrhunderts begegnen. Eine andere dieser binären Ordnungen unterscheidet zum Beispiel zwischen pragmatischer und lyrischer Poesie. Die pragmatische wird dabei in der Regel über die Darstellung von Handlungen definiert. Wir hatten das auch diskutiert letzte Woche. Und diese pragmatische wird dann mitunter auch einfach als erzählende Poesie bezeichnet. Die lyrische Poesie hingegen wird meist über die Darstellung von Empfindungen oder Gefühlen bestimmt. Dieses Prinzip hatten wir uns unter anderem bei Theodor Heinsius in seinem theoretisch-praktischen Lehrbuch entdeckt. Dort wurde unterschieden dann entsprechend zwischen lyrischer und erzählender Poesie, wobei die erzählende Poesie die dramatische und die epische umfasste. Eine Begründung für die Gattungstrias war in diesen überlieferten und weithin kursierenden Systematiken also nicht zu finden. Keine Begründung für die Trias. Sie fand sich dann erst im Kontext der idealistischen Philosophie, und zwar mit der Subjekt-Objekt-Dialektik, die wir uns in der letzten Woche genauer angeschaut hatten. Besondere Aufmerksamkeit hatten wir dabei auf die maßgeblich von Hegel inspirierte Ästhetik von Friedrich Theodor Fischer gelegt. Bei Fischer, wie auch bei Hegel, erfasst das höhere Gesetz der Subjekt-Objekt-Dialektik dabei das ganze System der Kunst. Wir hatten uns das in der letzten Woche an diesem Schaubild veranschaulicht. Wir sehen hier, neben der dialektischen Ordnung der Künste, die steht oben, auch die Wiederholung dieser dialektisch-triadischen Ordnung im Bereich der poetischen Gattungen. Die Epik erweist sich in diesem Sinne als die objektive Gattung, die Lyrik als die subjektive und die Dramatik als die Synthese der beiden, also als subjektiv-objektive Gattung. Diese Art, die Gattungstrias zu begründen, macht nun im 19. Jahrhundert Karriere. Sie wird, so hatten wir festgehalten, zu dem wichtigsten Fundierungsprogramm für die Gattungstrias in der zweiten Jahrhunderthälfte. Sie vermag, die Trias systematisch zu begründen. Insgesamt erfolgt mit der Karriere des dialektischen Fundierungsprogramms im 19. Jahrhundert der Schritt zu jener Gattungspoetik, die Gottfried Willems als klassizistische bezeichnet hatte. In dieser klassizistischen Gattungspoetik findet dabei die Ausarbeitung der Ideen der klassischen Gattungspoetik statt, wobei diese Ausarbeitung im Rahmen der frühen Literaturwissenschaft etwa bei Fischer erfolgt und dann auch schnell in die erwähnte populäre Gattungspoetik in die Schul- und die Lehrbücher eindringt. Von diesem Stand unserer Untersuchung will ich heute, wie angekündigt, noch etwas weitergehen ins 20. Jahrhundert. Das ist dann auch der erste größere Punkt auf unserem heutigen Programm. Mit dem zweiten größeren Punkt werden wir dann wieder zurückspulen. Das heißt, wir werden zurückgehen in die Frühphase der Trias-Entstehung, also ans Ende des 18. Jahrhunderts. Wir werden nun aber nicht auf die Trias blicken, sondern auf eine andere Ordnung der Literatur, die immer so ein wenig im Schatten der Trias stand, die aber ungeachtet dessen eine große Rolle spielt im literarischen Leben, wie auch in der Gattungsreflexion seit dieser Zeit, nämlich die Dichotomie zwischen Poesie und Prosa.
Dabei werde ich in einem zweiten großen Hauptpunkt der heutigen Sitzung zunächst in einem Exkurs noch einmal auf die Theorie des literarischen Feldes von Pierre Bourdieu eingehen. Daran anschließend möchte ich einige Grundfragen der Unterscheidung zwischen Poesie und Prosa anhand einer konkreten Gattungspoetik diskutieren, nämlich anhand der Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten von Johann Jakob Engel. Doch dazu später mehr. Wir beginnen für heute mit einem weiteren Fundierungsprogramm der Trias. Und das heißt, wir springen ins 20. Jahrhundert. Die Subjekt-Objekt-Dialektik spielt hier, von einigen Ausnahmen abgesehen, keine wesentliche Rolle mehr. Andere Fundierungsprogramme kommen auf. Nun würde uns vermutlich allein der Versuch, nur einen groben Überblick über die zahlreichen anderen Fundierungsprogramme zu geben, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden, ein halbes Semester kosten. Deshalb möchte ich Ihnen nur ein weiteres dieser Programme vorstellen. Zu finden ist es bei einem der führenden Literaturwissenschaftler der frühen Nachkriegszeit, bei Wolfgang Kaiser nämlich, der von 1950 bis zu seinem frühen Tode 1960 Professor hier in Göttingen war. Von diesem Wolfgang Kaiser stammt ein für die Nachkriegsgermanistik recht einflussreiches Werk, eine Einführung. Sie trug und trägt den Titel »Das sprachliche Kunstwerk«. Diese Einführung in die Literaturwissenschaft erscheint erstmalig 1948, aber sie wird noch 1992 ein weiteres Mal neu aufgelegt, damals in der 20. Auflage. Ich selbst habe zu Hause die 13. Auflage von 1968 stehen, aus der ich auch gleich einige etwas längere Passagen in Ausschnitten zitieren werde. Das von Kaiser selbst vorgeschlagene Fundierungsprogramm für die Trias kommt nun erst am Ende der Passage. Was ich vorher zitieren möchte, gibt jedoch einen guten und einen kurzen Einblick in den Stil und den Stand der damaligen Gattungsdiskussion. Ich werde dabei aus dem 10. Kapitel zitieren, das unter der Überschrift »Das Gefüge der Gattungen« steht. Es ist das letzte Kapitel in Kaisers Einführung. Es folgen nur noch die Bibliographie und die Register. Vielleicht können Sie das hier anhand eines Ausschnittes aus dem Inhaltsverzeichnis sehen, wenn es nicht zu klein ist. Das Bemerkenswerte daran ist eben, dass die Gattungsfrage erst am Ende verhandelt wird. Deshalb weise ich überhaupt auf den Ort im Buch hin. Die Gattungsfrage ist also nicht unbedingt eines der dringendsten oder drängendsten Probleme, eine der grundlegendsten Fragen der Literaturwissenschaft, sondern etwas für den Schluss, etwas, worum man sich noch am Ende kümmern kann. Sie wird dabei, so scheint es, auch deshalb am Ende behandelt, weil im Grunde klar ist, welche Gattung es gibt, nämlich eben drei: Lyrik, Epik und Dramatik. Auch diese, sagen wir, Selbstverständlichkeit der Trias kann man bereits am Inhaltsverzeichnis erkennen. Sie sehen hier noch einmal einen Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis. Das 10. Kapitel zum Gefüge der Gattungen sehen Sie unten rechts grün markiert. Schon bevor Kaiser jedoch in diesem 10. Kapitel die Gattungstrias begründet, argumentiert er ganz selbstverständlich mit ihr. Schauen wir kurz etwas genauer auf die Kapitel 5 und 6. Sie sehen sie jetzt im grünen Kasten links. Im Detail sieht die Struktur dieser beiden Kapitel so aus. Wir sehen, Kaiser argumentiert oder untergliedert diese Kapitel jeweils entsprechend der Gattungstrias, jeweils in die und Unterpunkte zur Lyrik, zum Drama und zur Epik. Also in beiden Fällen, hier in Kapitel 5 und Kapitel 6, ist die Gattungstrias kein Problem. Anders gesagt, die Gattungstrias oder beziehungsweise die Gattungstrias wird dann erst am Ende dieses Buches zum Problem, sie wird nochmal reflektiert. Vorher ist die Dreiteilung ganz selbstverständlich als Strukturprinzip des Buches verwendet worden. Also schauen wir uns das mal genauer an, beziehungsweise vor allem schauen wir uns die Diskussion der Gattungsfrage im 10. Kapitel mal etwas genauer an, wobei ich mich auf diese ersten beiden Abschnitte zum Problem und zur Lyrik, Epik, Dramatik, lyrisch, episch, dramatisch konzentrieren werde. Ich fange an mit dem Beginn, kurz mit einer Passage kurz nach Beginn des ersten Abschnittes, und hier führt Kaiser Folgendes aus, ich zitiere. Denn was herkömmlicherweise als Gattung bezeichnet wird, ist völlig heterogen.
Man findet etwa aufgeführt Roman, Briefroman, Dialogroman, pikarischer Roman, historischer Roman, Ode, Elegie, Sonett, Taglied, Auto wurde wild, Tragödie, Komödie, griechische Tragödie, Melodrama. Weiterhin spricht man auch von beschreibender Gattung, lehrhafter Gattung, Briefgattung und so fort und so fort. Alle diese Bezeichnungen sind Gruppenbezeichnungen, aber man erkennt auf den ersten Blick, dass die Prinzipien der Gruppenbildung völlig verschiedener Art sind. Bald sind sie äußerlich formal, bald sind sie inhaltlicher Art. Das ist erstmal einmal eine bekannte Klage. Und es ist sogar, geht es Ihnen auch so, eine sehr bekannte Klage, das hört sich doch sehr vertraut an. Lesen wir es noch einmal. Man findet etwa aufgeführt Roman, Briefroman, Dialogroman, pikarischer Roman und so weiter und so fort. Ganz ähnlich hatten wir das schon einmal gelesen. Natürlich, wo? Bei Goethe, im Dichtabschnitt aus dem Divan. Auch dort stand ja am Anfang eine Aufzählung, auch wenn es andere Gattungen, andere Dichtarten waren, nämlich Allegorie, Ballade, Kantate, Drama und so weiter. Sie kennen das. Und lesen wir noch etwas weiter bei Kaiser. Alle diese Bezeichnungen, so heißt es am Ende der Passage, aber alle diese Bezeichnungen, aber man erkennt, alle diese Bezeichnungen sind Gruppenbezeichnungen, aber man erkennt auf den ersten Blick, dass die Prinzipien der Gruppenbildung völlig verschiedener Art sind. Bald sind sie äußerlich formal, bald sind sie inhaltlicher Art. Und schauen wir von hier wiederum zu Goethe. Betrachtet man obige Rubriken genauer, so findet man, dass sie bald nach äußeren Kennzeichen, bald nach dem Inhalt, wenige aber einer wesentlichen Form nach benamst sind. Das ist doch sehr ähnlich. Gerade der letzte Satz greift nicht nur auf die gleichen Kriterien zurück, also äußerlich und inhaltlich, er bedient sich mit der Bald-Bald-Konstruktion sogar der gleichen syntaktischen Bauform. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Wolfgang Kaiser das hier bewusst gemacht hat, ob er sich bewusst und ganz explizit auf Goethe bezieht, in seiner Klage über die Unordnung in der Gattungspoetik und eine Klage, die bis in den Stil, bis in die Syntax hinein an Goethe angelehnt ist. Ich weiß es einfach nicht, ob er sich daran orientiert, er sagt es jedenfalls nicht. Aber es ist im Grunde auch völlig egal, ob diese große Nähe zur Argumentationsweise Goethes hier bewusst oder unbewusst entstanden ist. Wir sehen hier vor allem auch ohne diese Frage nach der Intention, wie stark Goethes Wirkung, und sei es nur untergründig, noch in der frühen Nachkriegszeit ist. Ein anderes Beispiel dafür wäre ein Kollege, ein parallel publizierender Literaturwissenschaftler, nämlich Emil Staiger, der nachher noch kurz auftaucht. Lesen wir für den Moment aber noch etwas weiter bei Kaiser. Also, festgestellt worden war von Kaiser, genau wie von Goethe, die Problematik einer systematischen Ordnung der Gattungen. Von da aus sichtet Kaiser nun einige historische Versuche, eine solche systematische Ordnung zu begründen. So führt er aus, ich zitiere: Es hat im 19. Jahrhundert nicht an Denkern gefehlt, die bei geradezu beneidenswerter Belesenheit und Kenntnis der Weltliteratur die Gattungen als System entwickelt und dargestellt haben. Die beiden größten Leistungen auf diesem Gebiet sind wohl die Ästhetik von Hegel und die Ästhetik von F.T. Fischer. Wir kennen das beides. Aber alle diese Denker beeinflussten doch die zünftige Arbeit der Literaturhistoriker nur wenig. Ob dieses Urteil über die Wirkung von Hegel und Fischer auf die Literaturwissenschaft so ganz richtig ist, kann und möchte ich hier nicht diskutieren. Dass der Einfluss der beiden Ästhetiken zumindest auf die populäre Poetik recht deutlich zu sein scheint, haben wir vorhin bereits gesehen. Und vor allen Dingen auch in der letzten Woche. Aber lesen wir weiter bei Kaiser. Dieser referiert im Folgenden einige Auseinandersetzungen innerhalb der Gattungstheorie, die uns an dieser Stelle nicht interessieren sollen. Etwas später kommt er dann auf die Trias zu sprechen. Von dieser heißt es dabei recht beiläufig: Die Dreiteilung lyrisch, episch, dramatisch ist heute wohl Allgemeingut der wissenschaftlichen Denkweise. Das ist wiederum eine Aussage über die allgemeine Verwendungsweise, die wir einfach mal so hinnehmen müssen. Und genau das tut auch Kaiser. Die Trias scheint, auch weil Allgemeingut, für ihn einfach gesetzt. Darauf deutet auch diese Aussage hin, die Kaiser einen Absatz später tätigt. Die Dreiteilung scheint so sicher und sachgemäß zu sein, dass man immer wieder Versuche unternommen hat, sie aus größeren Tiefen her als notwendig zu verstehen. Zweifel an der Trias kommen hier überhaupt nicht auf, im Gegenteil, sie ist schlicht sicher und sachgemäß. Das Problem scheint nur zu sein, sie ist eben leider nicht wirklich begründet, beziehungsweise bisher hat es immer nur Versuche gegeben, sie zu fundieren oder, wie Kaiser sagt, sie aus größeren Tiefen her als notwendig zu verstehen.
Einige dieser Versuche, also der Punkt ist hier, man könnte ja, wenn es diese Versuche, bisher immer nur Versuche gab, jetzt mal auf die Idee kommen, zu fragen, ob die Dreiteilung vielleicht gar nicht begründbar ist und ob das sicher und sachgemäß sein einfach nur eine Konvention ist. Aber auf diese Idee kommt Kaiser nicht. Er referiert dann eben im Anschluss einige dieser Versuche der tieferen Begründung. Ich zitiere weiter. Hegel und Fischer leiteten sie als These, Antithese und Synthese aus der Subjekt-Objekt-Beziehung ab. Das kennen wir. Andere unternahmen es von drei Typen der Weltanschauung her oder von den drei psychologischen Erlebnisformen des vasomotorischen, imaginativen und motorischen oder von den drei Seelenvermögen des Fühlens, Denkens, Wollens oder von drei Menschentypen und so fort. Und wenn schon Jean-Paul eine Grundlegung mit Hilfe der Zeitauffassung angedeutet hatte, das Epos stellt die Begebenheit, die sich aus der Vergangenheit entwickelt, das Drama die Handlung, welche sich für und gegen die Zukunft ausdehnt, die Lyrik die Empfindung dar, welche sich in der Gegenwart einschließt, so wird dieser auch von Fischer erwogene Gedanke in der Gegenwart von Emil Steiger vertieft. Da am Ende haben wir wieder die Vertiefung und hier auch den Hinweis auf Emil Steiger, der mit einer ähnlichen Zuordnung zu den jeweils drei Zeitauffassungen operiert hat. Was wir hier präsentiert bekommen, das ist ein ganzes Spektrum an Versuchen und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich würde ein solches Spektrum eher skeptisch machen. Offenbar ist die Trias vor allem eines, eine wunderbare Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Begründungen, die sich jedoch alle mit der Zeit als wenig haltlos oder anders als eben zeitbedingt erweisen. Niemand käme heute wohl noch auf die Idee, die Gattungstrias zum Beispiel mit Rekurs auf unterschiedliche Typen der Weltanschauung zu begründen. Diese Vielzahl an heterogenen und im Grunde durchgängig gescheiterten Fundierungsprojekten macht Kaiser jedoch nun jedoch nicht skeptisch, wie es auch die ganze übrige Nachkriegsgermanistik zunächst einmal nicht skeptisch gemacht hat. Diese Vielzahl an Begründungsversuchen ist für Kaiser vielmehr Anlass, nun auch selbst nach einem womöglich besseren Fundierungsprogramm zu suchen. Er findet dieses in der Sprachphilosophie bzw. in der Sprachwissenschaft. Ich zitiere weiter. Am Anfang bezieht sich Kaiser noch einmal auf Emil Steiger, den kennen wir, den anderen Nachkriegsgermanisten, einen der anderen großen Nachkriegsgermanisten und dessen eigenes Fundierungsprojekt. Also nun, Kaiser führt weiter aus, ich zitiere. Steiger bezieht übrigens noch einen anderen Aspekt ein. Er empfindet es mit Recht als Stärkung, dass sich die Dreiheit lyrisch, episch, dramatisch unmittelbar mit den Ergebnissen verknüpfen lässt, die von der neueren Sprachphilosophie erarbeitet wurden. Er beruft sich in den Grundbegriffen, das ist seine Poetik, er beruft sich in den Grundbegriffen auf Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen I, die Sprache, Berlin 1923. Cassirer nennt als Stufen der Sprache die Phase des sinnlichen Ausdrucks, die Phase des anschaulichen Ausdrucks und die Sprache als Ausdruck begrifflichen Denkens. Und da haben wir wieder drei und das lässt sich dann den Gattungen zuordnen. Auch das muss uns aber im Einzelnen gar nicht interessieren. Wichtig ist nur das Prinzip, das Kaiser bei Emil Steiger beobachtet, eben der Rekurs auf die Sprachphilosophie. Dem Prinzip will nämlich auch er folgen. Kaiser führt weiter aus. Fast gleichzeitig bestimmt H. Junker in der Festschrift für Streitberg 1924 unter Benutzung der sprachphilosophischen Forschungen die drei Leistungen der Sprache, die als Kundgabe, Forderung oder Auslösung, Mitteilung oder Darstellung bezeichnet werden. Junker gab das folgende Schema. Und das ist es im Grunde schon, Kaisers sprachphilosophisches Fundierungsprojekt. Noch einmal, der Sprachwissenschaftler Heinrich F. Junker hatte in einem Aufsatz aus dem Jahr 1924 drei Leistungen der Sprache unterschieden: erstens Kundgabe, zweitens Forderung oder Auflösung, drittens Mitteilung oder Darstellung. Diesen drei Leistungen weist Junker jeweils noch weitere Charakteristika zu. Die Idee wird dabei anhand des Schemas ersichtlich, das Kaiser ankündigt und dann in seinem Buch auch abdruckt. Das Schema sieht so aus. Den Leistungen in der ersten Spalte werden hierbei jeweils noch Richtung, Person, Erlebnis, Erlebnissphäre und Gruppe zugewiesen. Für die Kundgabe bedeutet das zum Beispiel, dass sie expressiv ist, der ersten Person verpflichtet ist, sie bezieht sich auf die emotionale Erlebnissphäre und ist der Stimmung und dem Gefühl zugeordnet. Das ist die Lyrik. Das kann man gewiss so machen. In der Sprachwissenschaft hat sich Junkers Modell allerdings, soweit ich sehe, nicht durchgesetzt. Es blieb im Grunde verschüttet in der Festschrift von 1924, in der es damals veröffentlicht wurde.
Wobei, es blieb eben nicht ganz verschüttet, da war ja noch die Literaturwissenschaft, da war ja noch Wolfgang Kaiser, der dieses Modell aller sprachwissenschaftlichen Irrelevanz zum Trotz aufgreift. Er tut das, so sieht es jedenfalls aus, weil sich dieses Modell hervorragend als Projektionsfläche oder eben als Fundierungsprogramm für die Gattungstrias deuten lässt. Unmittelbar nachdem Kaiser das Schema dargestellt hat, kommentiert er es mit folgenden Worten. In dieser Tafel sind gleichsam stillschweigend das Lyrische, Dramatische und Epische schon mit enthalten, die damit also im Grunde der Sprache selbst in ihrem dreifachen Leistungsvermögen ihren Ursprung haben. Ein kundgebender Ausruf des Schmerzes, des Jubels, der Klage stellt demnach das Urphänomen des sprachlich-lyrischen dar. In der Interjektion »Ach« wurzelt sozusagen alle Lyrik. Entsprechend kann man in einem auslösenden Anruf die Urzelle des Dramatischen sehen und in der hinweisenden Geste »Da« die Urzelle des Epischen. Überzeugt Sie das? Im »Ach« wurzelt alle Lyrik, im »Da« zeigt sich die Urzelle alles Epischen. Ist das nicht etwas arg konstruiert, etwas arg zurechtgelegt? Irgendwie scheint auch Kaiser selbst so richtig nicht überzeugt. Nur gleichsam und nur stillschweigend ist die Gattungstrias in Junkers Modell enthalten. Nur sozusagen wurzelt alle Lyrik im Acht, und im auslösenden Anruf und in der hinweisenden Geste kann man die Urzelle des Dramatischen bzw. des Epischen sehen. Man kann sie aber auch nicht darin sehen, scheint er mitzusagen. Es scheint also fast so, als merke auch Kaiser, dass er der langen Reihe an gescheiterten Fundierungsprojekten der Trias gerade nur ein weiteres, ebenfalls zum Scheitern verurteiltes Projekt hinzugefügt hat. Dabei bewegt er sich ganz in den Fahrwassern von Goethe, denn auch Goethe war es ja, um so etwas wie fundamentale Ausdrucksmöglichkeiten eben um Naturformen gegangen. Eine natürliche Metaphorik begegnet nun auch bei Kaiser. Im Ach wurzelt die Lyrik, im auslösenden Anruf und in der hinweisenden Geste finden sich die Urzellen des Dramatischen und des Epischen. Und auch die Denkfigur ist letztlich ähnlich wie bei Goethe. Die Rückführung auf allgemeine Leistungen der Sprache lässt die Gattung auch hier zu so etwas wie ursprünglichen Gegebenheiten werden. Gattungen werden auch hier in Kaisers Überlegung nicht gemacht, sondern sie sind gegeben. Mit der menschlichen Sprachfähigkeit zugleich ist die Möglichkeit der drei Gattungen da. Mit dieser erneuten Nähe zu Goethe möchte ich enden. Das heißt auch, dass ich auf eine weitere Auseinandersetzung mit Kaisers Modell verzichte. Damit verzichte ich auch, so viel sei gerechterweise gesagt, auf die Auseinandersetzung mit Kaisers Kommentar zu diesem Modell, der durchaus noch einige Differenzierung mit ins Spiel bringt. Aber was wir gesehen haben, sollte dennoch reichen. Die Erfolgsgeschichte der Trias lässt sich auch begreifen als eine Abfolge von jeweils unterschiedlichen, in jedem Fall aber nach einiger Zeit scheiternden Fundierungsprojekten. Mal beziehen sich diese Fundierungsprogramme auf die idealistische Philosophie, mal auf die Psychologie, mal auf die Sprachwissenschaft und so weiter. In allen Fällen geht es darum, einen überzeugenden Grund dafür zu finden, dass es nur drei Gattungen gibt. Es geht also darum, systematisch die Exklusivität der Trias zu begründen. Die Reihe dieser Fundierungsprojekte setzt sich dabei noch eine ganze Zeit lang fort. Man könnte hier von einem Traditionsstrang der Gattungsforschung im 20. Jahrhundert sprechen. Immer wieder wurde der Versuch gemacht, die Trias, wie Kaiser es genannt hat, aus größeren Tiefen her als notwendig zu verstehen. Nur selten wurde die Trias dabei als solche hinterfragt. In der Regel gilt, was auch Kaiser sagt, die Dreiteilung scheint so sicher und sachgemäß zu sein, dass man an ihrer Triftigkeit letztlich nicht zu zweifeln braucht. Das freilich ist nur die eine Möglichkeit. Aus einer anderen Perspektive lässt sich gerade angesichts der stets aufs Neue scheiternden Fundierungsprogramme grundsätzlich die Frage stellen, ob sich die Trias überhaupt sinnvoll begründen lässt. Kommt man dann zu der Überzeugung, dass es letztlich keine sinnvolle Begründung für die Trias gibt, so wird man sich mit ihrem Konstruktcharakter zufrieden geben müssen, man wird sie als Konvention akzeptieren müssen. Damit wäre in aller Gröbe ein zweiter Traditionsstrang der Gattungsforschung im 20. Jahrhundert und sogar darüber hinaus skizziert. In dieser zweiten Traditionslinie werden, forciert seit den 70er Jahren, Gattungen vornehmlich als historisch-soziale Konstrukte, als Konventionen betrachtet. Eine Forschungsrichtung, die auch die Zugangsweise, die wir hier in der Vorlesung verfolgen, der auch die Vor- Zugang
Nochmal eine Forschungsrichtung, der auch die Zugangsweise, die wir hier in der Vorlesung verfolgen, verpflichtet ist. Hier geht es, etwa in der sozial- und funktionsgeschichtlichen Gattungstheorie, vor allem um die Frage, wie Gattungen jeweils historisch konstruiert wurden, wie sich Gattungskonventionen herausbildeten und welche Interessen und Bedürfnisse ihrer Herausbildung zugrunde lagen. Zwei wegweisende Aufsätze dieser Forschungsrichtung habe ich Ihnen hier aufgelistet. Es ist zum einen ein Aufsatz von Hans-Robert Jauss mit dem Titel Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters. Zum anderen ist es ein Aufsatz von Wilhelm Voskamp mit dem Titel Gattungen als literarisch-soziale Institutionen zu Problemen sozial- und funktionsgeschichtlich orientierter Gattungstheorie und Historie. In beiden Fällen werden Gattungen als historische, nicht als systematische Gebilde betrachtet, als Gebilde also, die unter bestimmten historischen Bedingungen entstehen und auch wieder vergehen können. Gattungen sind in dieser Perspektive also keine Naturformen, keine zeitlosen Gegebenheiten, sondern eben kulturelle Produkte, deren Produktion es zu untersuchen gilt. Solche Positionen haben also damit aufgehört, in irgendwelchen, wie es bei Kaiser heißt, größeren Tiefen nach der abschließenden Begründung für die Trias zu suchen. Damit aber wird der Blick nicht nur frei für die Interessen, die hinter der Trias stehen, der Blick wird vielleicht auch frei für Ordnungen der Literatur, die bisher meist im Schatten der Trias standen, andere Ordnungen, mit denen, wie mit der Trias, ebenfalls literarische Ordnungspolitik betrieben wurde. Eine dieser Ordnungen ist nun die Poesie-Prosa-Dichotomie, auf die wir schon mehrfach gestoßen sind. Und eben mit dieser Ordnungsoption möchte ich jetzt weitermachen. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Differenzierung zwischen Poesie und Prosa ist uns, wie gesagt, bereits mehrfach begegnet, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Goethes Naturformennote, genauer im Verwahrungsabschnitt. Ich erinnere nur kurz an diese Textpassage und das entsprechende Schaubild, das ich angefertigt hatte. Goethe hatte sich, wie wir wissen, dagegen verwahrt, dass man Poesie und Prosa nebeneinander aufstellt, so als handle es sich hierbei um zwei gleichwertige Formen des sprachlichen Ausdrucks. Nach Goethe führt diese Nebeneinanderstellung zu einer Entwürdigung der Poesie. Damit wird bereits eine erste Komponente der Poesie-Prosa-Dichotomie deutlich, eine Komponente, die uns im Folgenden wieder beschäftigen wird. Poesie und Prosa sind, so lässt sich festhalten, nicht nur Form- oder Gattungsbegriffe, sie sind zugleich Wertbegriffe, jedenfalls aus Goethes Sicht. Die Poesie ist wertvoller, würdiger als die Prosa. Eine Gleichordnung führt entsprechend zu einer Entwürdigung der Poesie. Das ist allerdings nur eine Position in dieser Zeit und es ist eine besonders strikte Position. Tatsächlich haben wir es in der Zeit zwischen, sagen wir, 1770 und 1850 mit einem recht umfangreichen Umbauprozess im Verhältnis von Poesie und Prosa zu tun. Genau diesen Umbauprozess will ich mit Ihnen heute und in der nächsten Woche etwas genauer betrachten, wobei wir, vor allem zum Ende hin, insbesondere eine Gattung, eine Dichtart näher in den Blick nehmen werden, nämlich den Roman. Will man den Umbauprozess dabei grob charakterisieren, einordnen, dann könnte man sagen, dass es letztlich darum geht, einen Literaturbegriff auszuhandeln. Es geht also darum, was als Literatur oder auch Dichtkunst bezeichnet werden kann. Der Punkt dabei ist, dass dieser Literaturbegriff zumindest zum Ende hin nicht mehr identisch ist mit dem Poesiebegriff. Oder anders gesagt, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein stehen sich Poesie und Prosa klar dichotom, klar gegensätzlich gegenüber. Dabei ist die Dichtkunst identisch mit der Poesie. Im Zuge der Umbauarbeiten ändert sich das jedoch. Dichtkunst ist nun Poesie plus X, wobei dieses X Teile der Prosa umfasst. Die Ordnung sieht dann also so aus. Skizzenhaft jedenfalls. Skizzenhaft, denn zugegeben, das ist sehr schematisch dargestellt und wird der Komplexität des Umbau- und Transformationsprozesses sicher nicht gerecht. Vor allem wird ein Aspekt der Transformation, den wir bereits beobachtet haben, durch dieses Schaubild nicht abgedeckt. Denn wir hatten ja gesehen, ich erinnere Sie daran, dass vor allem ein paar Arten oder Formen der Poesie aus der Poesie herausgetrennt werden. Allen voran, und das war unser klassisches Beispiel, die didaktische Poesie. Nicht nur kommt es also zur Poesie plus X, sondern zugleich auch zu einem
Art Poesie minus Y, Y. Es kommt also nicht nur etwas zur Poesie hinzu, Teile der Prosa zum Beispiel. Es werden vielmehr auch bestimmte Teile, bestimmte Gattungen, die früher zur Poesie gerechnet wurden, aus ihr herausgetrennt, ausgegrenzt. Auch das ist nur ein Teil des Umbauprozesses, der nicht zuletzt durch einige recht vertrackte semantische Verschiebung, auch durch einige recht merkwürdige semantische Operation charakterisiert ist. Bevor wir uns nun gleich kopfüber in diesen Umbau- und Verschiebungsprozess stürzen, möchte ich noch ein wenig Theorie ins Spiel bringen, die uns dann beim Verstehen dieses Prozesses behilflich sein könnte. Wir kommen also zu einem kleinen Exkurs und die entsprechende Theorie, die ich in diesem Exkurs kurz in den Blick nehmen möchte, ist die Theorie der literarischen Felder von Pierre Bourdieu. Ich habe den schon mal ins Spiel gebracht. Als ich das tat, nämlich kurz vor Weihnachten, habe ich zwei Begriffe insbesondere in den Blick genommen, den Begriff Habitus und den Begriff Feld. Heute will ich zunächst einen dieser Begriffe weiter erläutern, den Begriff Feld. Bourdieu schlägt, wie ich Ihnen schon erzählt habe, vor, soziale Handlungsräume als Felder zu konstruieren. Es gibt zum Beispiel ein ökonomisches Feld, es gibt ein akademisches Feld, es gibt ein pädagogisches Feld, es gibt ein literarisches Feld und so weiter. Diese sozialen Handlungsfelder weisen dabei jeweils eigene Logiken auf. Im literarischen Feld etwa herrschen andere Regeln als im ökonomischen Feld. Die Organisation der sozialen Welt in Felder ist dabei ein Effekt moderner Gesellschaften. Man streitet sich noch ein wenig, wann zum Beispiel das literarische Feld entsteht, aber es scheint mittlerweile Konsens zu sein, dass erste feldartige Organisationsformen in Deutschland bereits im 18. Jahrhundert aufkommen. Aus Bourdieus Theorie des literarischen Feldes, die er vor allem in der Studie Die Regeln der Kunst entwickelt, Sie sehen das Cover auf der Folie, aus dieser Theorie möchte ich nun eine bestimmte Denkfigur, eine bestimmte Theoriekomponente übernehmen. Dabei geht es mir um die Frage, wie eigentlich die Grenzen eines Feldes bestimmt werden. Diese Frage nach den Grenzen ist dabei durchaus zentral, denn die Grenzen bestimmen darüber, wer als Schriftsteller gelten kann und welches Werk als Literatur gelten kann. Wir müssen das uns in etwa so vorstellen. Wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ein auf bestimmte Weise begrenztes literarisches Feld. Dieses Feld ist dabei von einer mindestens zweifachen Natur, also das ist so eine doppelte Überlagerung von zwei bestimmten Arten von Feldern, von literarischen Feldern. Zum einen sind nämlich in diesem Feld die Autoren, Schriftsteller, Poeten und was auch immer noch, was noch anderes unterwegs, also Akteure sind dort unterwegs oder eben Produzenten. Und ob jemand als Autor, Schriftsteller oder was auch immer gilt, hängt davon ab, ob er sich innerhalb der Grenzen des literarischen Feldes bewegen darf. Gleiches gilt für die literarischen Produkte, und das ist die zweite Logik, also die literarischen Werke. Ob ein Text als literarischer Text gilt, hängt davon ab, ob er innerhalb der Grenzen des literarischen Feldes situiert wird, anerkannt wird. Und wir haben also die Logik der Produkte und oder das Feld der Produkte und das Feld der Produzenten, die zueinander natürlich in engen Beziehungen stehen. Das Schaubild auf der Folie versucht jetzt erstmal ganz grob zu veranschaulichen, dass wir ein Feld haben und darin Akteure oder eben Produkte. Wir haben, ne, was wir jeweils haben, ist in diesem Fall egal. Wichtig ist, dass nur dann, wenn sich jemand, ein Produkt oder ein Produzent, innerhalb dieses Feldes bewegt, er von seiner Kultur auch als Schriftsteller bzw. als literarisches Werk anerkannt wird. Die Frage, die sich nun stellt, ist allerdings, wer legt die Grenzen des literarischen Feldes fest? Es gibt ja nicht eine zentrale Instanz, die sagt, Schriftsteller ist der, der sich so und so verhält. Es gibt kein Schriftstellerdiplom, nach dem man im literarischen Feld aktiv werden kann. Und es gibt auch keine Instanz, die sagt, zumindest keine zentrale Instanz, die sagt, als literarisches Werk gilt nur das, was die und die Eigenschaften aufweist. Wie also werden die Grenzen festgelegt? Wie wird über die Zugehörigkeit zum Feld bestimmt? Bourdieu schlägt nun vor, die Grenzen als Effekt von Definitionskämpfen zu verstehen. Und zwar von permanenten Definitionskämpfen. Vor allem aber nicht nur die Akteure im literarischen Feld beschäftigen sich immer wieder damit, so Bourdieu, was Literatur ist und was nicht.
Damit aber grenzen sie zugleich bestimmte Autoren, bestimmte Werke aus. Andere wiederum werden eingegrenzt, werden akzeptiert. Diese Grenz- und Definitionskämpfe erfolgen dabei in der Regel mit bestimmten Interessen, genauer mit bestimmten Eigeninteressen. Und sie sind, aufs Ganze betrachtet, relativ unübersichtlich und zudem sehr dynamisch. Das also ist die Grundidee von Bourdieu. Ich möchte Ihnen, um diese Idee noch einmal zu vertiefen, eine etwas längere Passage aus der Studie zu den Regeln der Kunst vorlesen und knapp erläutern, damit wir das Ganze auch noch einmal in Bourdieus Sprache, in Bourdieus Formulierung präsent haben. In der Passage, die ich dann gleich zitiere, spricht Bourdieu allgemein über die Definition des Künstlers. Es geht ihm also um die Produzenten. Im Sinne der zweifachen Art des Feldes, das sowohl Produzenten als auch Produkte umfasst, kann man an die Stelle der Definition des Künstlers aber auch die Definition von Kunst oder Literatur einsetzen. Also ich zitiere: Die internen Kämpfe nehmen unausweichlich die Form von Definitionskämpfen im eigentlichen Sinne des Wortes an. Jeder versucht, die Grenzen des Feldes so abzustecken, dass ihr Verlauf den eigenen Interessen entgegenkommt oder, was auf dasselbe hinausläuft, seine Definition der wahren Zugehörigkeit zum Feld durchzusetzen. Die Definition also, die am geeignetsten ist, ihm selbst das Recht zu verleihen, so zu sein, wie er ist. Wenn demnach die Vertreter der reinsten, strengsten und engsten Definition der Zugehörigkeit von einer gewissen Anzahl von Künstlern und so weiter behaupten, dass sie nicht wirklich Künstler oder keine wahren Künstler sind, sprechen sie ihnen die Existenz als Künstler ab, wobei sie von einer Sichtweise ausgehen, die sie, die echten Künstler, als die legitime Sichtweise des Feldes durchsetzen wollen, als Grundregel des Feldes, als Prinzip der Vision und Division, welches das künstlerische Feld als solches definiert, das heißt, als Ort der Kunst, als Kunst. Bourdieu skizziert hier den Prozess der Ausgrenzung, die Mechanismen der Ausgrenzung, indem er zwei Künstlertypen unterscheidet. Er nennt sie hier die wirklichen oder echten Künstler, die sich abgrenzen von den nicht wahren Künstlern. Man könnte, um sich das besser verständlich zu machen, für wahre Künstler auch Verfasser von Hochliteratur einsetzen, für nicht wahre Künstler zum Beispiel Verfasser von Heftromanen oder so. Der Effekt eines solchen Definitionskampfes lässt sich dann etwa so visualisieren. Unsere Skizze des literarischen Feldes sah ja so aus. Nun kann es im Zuge der Definitionskämpfe zu einer Grenzverschiebung kommen. In diesem Fall würden dann einige Produzenten oder eben einige Produkte aus dem Feld ausgegrenzt. Sie gelten jetzt nicht mehr als Autoren, ihre Werke gelten nicht mehr als Literatur. Eine solche Neudefinition ist allerdings erstmal das Produkt einer bestimmten Sichtweise. Bestimmte Akteure im literarischen Feld haben eine bestimmte Vorstellung, was Literatur ist und was nicht. Sie haben also eine spezifische Perspektive auf das literarische Feld. Die Grenzen werden ja eben nicht von einer zentralen Institution festgelegt, sondern sie werden von den Akteuren in Definitionskämpfen ausgehandelt. In unserem Fall könnte es zum Beispiel sein, dass die Ausgrenzung der drei grünen Produzenten oder Produkte rechts auf der Folie das Resultat einer bestimmten Perspektive des Akteurs unten links ist. Und wenn dieser Akteur besonders mächtig ist, dann setzt sich seine Sichtweise vielleicht durch. Wir haben also zunächst einmal nur einzelne Sichtweisen auf das Feld und seine Grenzen. Wir können an dieser Stelle übrigens wiederum auf ein Beispiel zurückgreifen, das wir bereits hatten, nämlich die Ausgrenzung der didaktischen Poesie. Wir hatten ja gesehen, dass sowohl Goethe als auch Herder bei ihren Überlegungen zur Gattungstrias die didaktische Poesie mal explizit, das ist bei Herder mal implizit, das ist Goethe, ausgrenzen. Der orangene Punkt unten links könnte also zum Beispiel Herder oder Goethe sein. Nach deren Vorstellung gehört die didaktische Poesie nicht zum Feld der Literatur. Didaktische Poesie, so hatte es bei Herder geheißen, ist eigentlich gar keine Poesie. Die Verfasser von didaktischer Poesie sind entsprechend keine Poeten, keine Dichter. Das kann für andere Akteure im literarischen Feld jedoch ganz anders aussehen. Die drei Akteure am rechten Rand, die aus Sicht des Akteurs am linken Rand nicht zum literarischen Feld gehören, sehen die Sache zum Beispiel wahrscheinlich ganz anders. Bei denen wäre vielleicht Goethe gar kein Akteur im literarischen Feld, zum Beispiel, weil in seinen Texten unmoralische Dinge dargestellt werden, und das ist aus Sicht eines Vertreters der Poesie vor allem über didaktische Funktion definiert, natürlich problematisch. Didaktische Poesie, die dann unmoralisch ist und unmoralische Weltbilder vermittelt, wäre nicht gut, und man könnte sagen, und hatten die Perspektivträger rechts, haben einen eher moralisch orientierten didaktischen Literaturgriff, und für die ist dann vielleicht Goethe einfach keine Literatur.
Das heißt, er würde aus bestimmten Gründen ausgegrenzt aus dem Feld, zumindest aus deren Sichtweise. Bliebe man nun bei diesem Grundprinzip der Perspektivik stehen, dann gäbe es vermutlich ebenso viele Sichtweisen auf das literarische Feld und ebenso viele Grenzziehungen, wie es Akteure im Feld gibt. Jeder sehe das Feld eben ein bisschen anders, je nachdem, welche eigene Vorstellung er von der Literatur hat. Nach Bourdieu kommt es aber nun im Zuge der Definitionskämpfe immer wieder zu mehr oder weniger stabilen, allgemeinen oder grundlegenden Sichtweisen. Es entsteht, zumindest zwischen Akteursgruppen, ein spezifischer Konsens, wobei Voraussetzung dafür ist, dass die Akteure, deren Sichtweise sich durchsetzen, über eine besonders große Macht im Feld verfügen. Ich zitiere die eben angefangene Passage aus den Regeln der Kunst nochmal etwas weiter, um auch zu diesem Aspekt nochmal Bourdieu im Original zu hören oder jedenfalls in der Übersetzung. Also, ich zitiere. Dieses Sehen als, und das ist die Perspektivik, dieses Sehen als, das die reinen Künstler gegen die gewöhnliche Sicht der Dinge durchzusetzen versuchen, ist jedenfalls hier nichts anderes als die grundlegende Sichtweise, durch die das Feld sich als solches konstituiert und infolgedessen festlegt, wer dem Feld zugehören darf. Kein Eintritt für den, dessen Sichtweise nicht mit der übereinstimmt oder konvergiert, auf der die Existenz des Feldes beruht. Die von uns heute als selbstverständlich hingenommene, äußerst strenge und eingeschränkte Definition des Schriftstellers ist Ergebnis einer langen Reihe von Ausschlüssen und Exkommunikationen, die alle zum Ziel hatten, all den Produzenten die Bezeichnung Schriftsteller zu verweigern, die sich nur unter Berufung auf eine breitere und weniger strikte Definition dieses Metiers als Schriftsteller fühlen konnten. Und es geht noch etwas weiter. Im Mittelpunkt literarischer Konkurrenzkämpfe steht immer auch das Monopol literarischer Legitimität, das heißt unter anderem das Monopol darauf, aus eigener Machtvollkommenheit festzulegen, wer sich Schriftsteller nennen darf, oder sogar darauf, wer Schriftsteller ist und aus eigener Machtvollkommenheit darüber befinden kann, wer Schriftsteller ist. Oder, wenn man so will, das Monopol auf die Konsekration von Produzenten oder Produkten. Wenn demnach universell gilt, dass das literarische Feld die Stätte eines Kampfes um die Definition des Schriftstellers ist, dann gibt es keine universelle Definition des Schriftstellers und die Untersuchung wird stets nur auf Definitionen stoßen, die dem jeweiligen Stand des Kampfes um die legitime Definition des Schriftstellers entsprechen. Also im Zuge der Konkurrenz- und Definitionskämpfe setzen sich bestimmte Sichtweisen durch. Sie werden monopolisiert, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, bis sich eine andere Sichtweise durchsetzt. Wie dieser Prozess der Durchsetzung im Detail erfolgt, sagt Bourdieu so nicht. Es lässt sich allerdings vermutlich auch gar nicht so allgemein bestimmen, sondern ist abhängig jeweils von der Fragestellung, die man untersucht, und von der historischen Epoche, der man sich widmet. Und damit sind wir auch schon am Ende des Exkurses. Was wir mitnehmen können für den Rest der heutigen, vor allem aber auch für die nächste Sitzung, wird dabei schon anhand der visuellen Skizzen deutlich. Denn im Prinzip haben wir ja vorhin nichts anderes beschrieben als das, was Bourdieu mittels der Definitionskämpfe zu erfassen versucht, nämlich Grenzverschiebungen im Literaturbegriff. Hier nochmal die Folie, die die Ausgrenzung der didaktischen Poesie mit Bourdieu veranschaulichen soll. Und hier im Vergleich dazu der Teil der Folie, mit der wir vorhin die Umbauprozesse im Bereich der Dichtkunst bzw. im Verhältnis von Poesie und Prosa visualisiert hatten. Das ist im Wesentlichen, Sie sehen das, beides das Gleiche. Oder anders gesagt, die Prozesse, die wir jetzt in den Blick nehmen wollen, lassen sich gut mit der Theorie Bourdieus konzeptualisieren. Bevor wir nun aber endlich auf Poesie und Prosa blicken, machen wir 5 Minuten Pause. Wir kommen also zurück und wir steigen ein in die historische Auseinandersetzung um die Differenz zwischen Poesie und Prosa. Ich möchte diesen Einstieg finden, indem ich Ihnen eine elaborierte Position zu dieser Differenz etwas genauer vorstelle. Auch diese Position ist natürlich, wir haben Bourdieu im Hinterkopf, nur eine bestimmte Perspektive. Sie trifft aber auf einen relativ verbreiteten Konsens und sie formuliert mehr noch einige Grundgedanken, auf die spätere Debattenbeiträge zurückgreifen konnten. Formuliert wurde diese Perspektive, die wir uns nun anschauen wollen, von Johann Jakob Engel, und zwar im Jahr 1783 in einem Werk mit dem Titel
Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten aus deutschen Mustern entwickelt. Engel lässt sich der Spätaufklärung zuordnen. Er stand, die größte Zeit in Berlin wirkend, in engem Austausch mit anderen Spätaufklärern und Ästhetikern, und er war als Lehrer tätig, unter anderem auch als Privatlehrer. In dieser Funktion unterrichtete er in den 1780er Jahren etwa die Brüder Humboldt. Nebenbei war er so etwas wie ein Literaturtheoretiker und eben Verfasser einer Gattungspoetik, die zu ihrer Zeit viel Anerkennung fand. Später geriet Engel und seine Poetik dann unter Beschuss, unter anderem durch Frühromantiker wie August Wilhelm Schlegel, die nicht zuletzt daran Anstoß nahmen, dass auch Engel noch nicht die Gattungstrias kannte, sondern stattdessen zum Beispiel mit dem Begriff der pragmatischen Dichtung, wir haben ihn kennengelernt, als einen Sammelbegriff für Epik und Dramatik arbeitete. Diese Auseinandersetzungen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Engel insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung von Poesie und Prosa eine Konzeptualisierung vornahm, auf der später verschiedentlich aufgebaut wurde. Uns gibt die Betrachtung von Engel darüber hinaus die Möglichkeit, einige damals kursierende Argumente für und gegen die Unterscheidung von Poesie und Prosa kennenzulernen. Fangen wir also an. Die Frage danach, was Poesie ist, stellt Engel gleich zu Beginn seiner Anfangsgründe, im ersten Hauptstück, das den Titel »Von dem Gedichte überhaupt« trägt. Engel beginnt also seine Abhandlung folgendermaßen, und das sind jetzt die ersten Sätze des ersten Kapitels. Der beste Weg, sich von einer Sache einen bestimmten Begriff zu machen, ist der, dass man sie mit ihrem Gegenteil vergleicht. Der Poesie steht die Prosa entgegen, und um also einen richtigen Begriff von jener herauszubringen, müssten wir sie mit dieser zusammenhalten. Jedermann fühlt, dass es Poesie ist, wenn Gleim singt. Vom sternenvollen Himmel sahen Schwerin und Winterfeld bewundernd den gemachten Plan, gedankenvoll den Held. Gott aber wog bei Sternenklang der beiden Heere Krieg, er wog und Preußens Schale sank und Österreichs Schale stieg. Und, so fährt Engel fort, und dass es Prosa ist, wenn der Geschichtsschreiber erzählt, Zitat, der König nahm so weise Maßregeln und griff die Feinde so vorteilhaft an, dass er, unerachtet ihrer großen Überlegenheit, einen vollkommenen Sieg erhielt. Schon dieser Einstieg ist bezeichnend für alles Weitere, und er ist das vor allem wegen einer Formulierung, die unmittelbar vor dem eingerückten Gedicht steht, jedermann fühlt, dass es Poesie ist. Engel argumentiert hier mit dem, was wir noch heute als gesunden Menschenverstand oder als Common Sense bezeichnen, also mit dem Sensus Communis, der in der Spätaufklärung eine wichtige Rolle spielt. Es geht hier also nicht um ein völlig subjektives Fühlen, sondern durchaus um eine allgemeine Fähigkeit des Menschen zu erkennen, dass es sich um Poesie bzw. um Prosa handelt. Dennoch bleibt hier eine gewisse Problematik, denn was wäre, wenn man hier nicht fühlt, dass es sich um Poesie oder Prosa handelt? Fühlt das tatsächlich jeder? Fühlen Sie das sofort, dass es in dem einen Fall Poesie oder Prosa ist? Wir kommen darauf zurück. Gehen jetzt aber erstmal weiter in Engels Text. Also, jeder fühlt nach Engel, dass es sich bei dem einen Beispiel um Poesie, beim anderen Beispiel um Prosa handelt. Und er fährt fort. Was macht nun aber jenes zur Poesie und dieses zur Prosa? Kein Unterschied zwischen beider Stellen fällt sichtbarer in die Augen, als dass in der einen ein bestimmtes Silbenmaß ist, in der anderen nicht. Dass die eine gereimt ist, die andere nicht. Sollten denn aber Silbenmaß und Reim wirklich den einzigen oder nur den Hauptunterschied machen? Wir wollen sehen. Damit steht das erste Kriterium im Raum. Es ist das verbreitetste Kriterium und ist das traditionsreichste, das Verskriterium. Poesie besteht eben aus Versen, sie ist versifiziert, weist Silbenmaß, also ein Metrum auf, und den Reim. Die Poesie ist also Versrede, gebundene Rede, die Prosa hingegen ist ungebundene Rede. Dieses Verskriterium will Engel nun überprüfen. Er führt entsprechend weiter aus, und ich zitiere weiter. Der sonst vortreffliche Hagedorn singt. Ich zitiere mal die ersten zwei, drei Zeilen. Was ist die Weisheit denn, die wenigen gemein? Es ist die Wissenschaft, in sich beglückt zu sein. Was immer ist das Glück, was alle Toren meiden, und so weiter und so fort. Engel sagt dazu, hier ist auch Silbenmaß und Reim, und doch wird jeder Leser von Geschmack, die Stelle tadeln. Er wird die Verse zu prosaisch finden. Hingegen, wenn Gerstenberg sagt,
Trage mich auf deinen kühlenden Flügeln schneller Boreas nach Zypern hin, wo Bacchus neue nektarische Reben pflanzt. So ist hier zwar mehr als gewöhnlicher Wohlklang, aber es findet sich weder Silbenmaß noch Reim. Und gleichwohl ist die Stelle poetisch. Auch führt die Sammlung, woraus sie genommen ist, den Titel Prosaische Gedichte. Das Verskriterium wird zurückgewiesen. Es gibt offenbar auch Verse, die nur prosaisch sind, wie die von Hagedorn, und es gibt Prosa, die auf irgendeine Weise poetisch ist, wie die von Gerstenberg. Zwei Punkte sollten wir dabei festhalten. Zum einen verwendet Engel nun die Begriffe Poesie und Prosa in ihrer adjektivischen Form. Er spricht von poetisch und von prosaisch. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Begriffe und Konzepte zu kombinieren. Man könnte also von einer prosaischen Poesie und von einer poetischen Prosa sprechen. Poetische Prosa wäre also ungebundene Prosarede, die aber irgendwie poetisch ist. Prosaische Poesie hingegen wäre Versrede, die nicht so recht poetisch, sondern eben prosaisch ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt greift auf das, was wir schon bei Engels ersten Überlegung bemerkt hatten, nämlich auf die Argumentation zurück mit einer Komponente, die zumindest eine subjektive Komponente hat. Also in diesem Fall ist das, wir hatten das, das war am Anfang dieses Fühlen, jeder fühlt das, in diesem Fall ist es der Geschmack. Es heißt, jeder Leser von Geschmack wird die Stelle tadeln, er wird die Verse zu prosaisch finden. Offenbar bedarf es also einer gewissen Voraussetzung, um die Prosaik der Verse zu erkennen, es bedarf eben des Geschmacks. Nicht jeder Leser wird hier die Prosaik erkennen, sondern eben nur der Leser von Geschmack. Folgen wir den Ausführungen von Engel weiter, nun etwas geraffter. Zwei weitere Kriterien diskutierte er im Folgenden noch. Das erste kann man als Fiktionalitätskriterium bezeichnen. Ich zitiere: Wir werden also noch andere Merkmale aufsuchen müssen. Und da fällt nun wieder kein Unterschied deutlicher in die Augen, als dass die poetischen Stellen Erdichtung, die prosaischen Wahrheit enthalten. Das Wesen der Poesie scheint demnach in der Erdichtung, der Prosa in der Wahrheit zu liegen. Aber auch dieses Merkmal kann noch nicht hinlänglich sein, denn wenn nun ein falscher Zeuge vor Gericht eine ganze Erzählung ohne allen Grund der Wahrheit ersinnet, ist er darum ein Dichter? Oder ist jede Heiligenlegende, jedes Koboldmärchen ein Gedicht, weil Wesen der Einbildung darin vorkommen? Und wie, wenn es Poesie gäbe, die ein jeder dafür erkennte und die gleichwohl nichts als wahre Empfindungen in wahren, wirklichen Situationen ausdrückte? Auch dieses Merkmal also reicht also nicht. Es ist nicht hinlänglich, nicht hinreichend. Doch Engel hat noch eins. Man kann es das Ausdruck- oder auch Stilkriterium nennen. Also zum dritten Unterschied, der in den obigen Stellen sichtbar ist, und dieser besteht darin, dass die poetischen ungewöhnlichere Wörter, also die poetischen Gedichte ungewöhnlicheren Wörter wie Sternenklang, nektarische Reden, fremde und eigene Wortführung, bewundert den gemachten Plan, gedankenvoll den Held, kühnere Metaphern, Gott wog den Krieg beider Heere, häufigere Epithete wie kühlender Flügel, schneller Boreas, sternenvoller Himmel enthalten. Mit einem Worte, dass sie im Ausdrucke weit voller, glänzender, enthusiastischer sind als die ganz simplen und schmucklosen prosaischen. Aber auch dieses Merkmal kann wohl nicht hinlänglich sein, denn die zuletzt angeführte hallersche Stelle, also Engel hatte eben gerade was von Haller zitiert, denn die zuletzt angeführte hallersche Stelle ist im Ausdrucke desto ungeschmückter und einfältiger und ist und gleichwohl poetisch. Schritt für Schritt hat Engel also alle Kriterien, die sich irgendwie am Text nachweisen lassen, verworfen. Seine Argumentation ist dabei stets die gleiche. Es finden sich auch Beispiele, die gegen das im Raum stehende Kriterium verstoßen und die wir dennoch als poetisch oder als prosaisch bezeichnen würden. Wie aber geht es nun weiter? Ist eine Definition von Poesie und Prosa vielleicht unmöglich? Das wäre ja die eine mögliche Lösung oder Schlussfolgerung. Doch Engel gibt so schnell nicht auf, er führt weiter aus. Dem unerachtet fühlt man, dass in jedem dieser Merkmale, obgleich keines den Begriff erschöpft, ja obgleich jedes einzeln weg sein kann, etwas zur Poesie Gehöriges liege. Reim und Silbenmaß machen noch kein Gedicht aus, aber gleichwohl gehören beide nur für den Dichter. Nicht zu jedem Gedichte wird Erdichtung erfordert und nicht jede Erdichtung ist Poesie, aber gleichwohl ist es unleugbar, etwas Poetisches zu erdichten. Nicht in jedem Gedichte darf der Ausdruck glänzend und prächtig sein, aber gleichwohl ist ohne Zweifel so ein Ausdruck poetisch.
Alles kommt also darauf an, dass wir das Allgemeinere finden, was in jedem dieser Merkmale begriffen ist. Denn dieses Allgemeinere muss das Wesen der Poesie enthalten. Am besten, dass wir zu dieser Untersuchung das Merkmal des Reims und des Silbenmaßes wählen, weil diese dem Gedicht allein eigen sind und schlichterdings nicht für die Prosa gehören. Also, Engel meint, diese ganzen Kriterien, die er diskutiert hat, sind vielleicht nicht hinreichend, um die Poesie zu bestimmen, aber er hält fest, dass sie doch sehr charakteristische Aussagen über Poesie machen, und deshalb will er irgendwie dem Allgemeineren auf die Spur kommen. Er will das tun, indem er von dem ausgeht, was irgendwie jedem Gedicht zu eigen ist. Zumindest stellt er das hier fest. Vorhin hat er auch schon gesagt, es gibt Verse, die prosaisch sind, also Verse mit Silbenmaß, die prosaisch sind. Hier nun sieht er aber im Reim und Silbenmaß ein Verfahren, das auf jeden Fall schlechterdings nicht auf die Prosa passt. Also wir merken hier schon, dass Begriffe ein bisschen durcheinander geraten, diese doppelte Logik aus Prosa und prosaisch, Poesie und poetisch und dann noch mit dem Begriff Gedicht, lädt dazu ein, dass man Kombinatoriken vornimmt, in denen man, die man auf seine eigene Argumentation hin perspektiviert. Wir werden das noch weiter sehen. Engel will jedenfalls vom Vers nun ausgehen. Den Reim nimmt er nochmal weg, weil der ja auf bestimmte antike Poesie nicht zutrifft, die den Reim eben nicht kennt. Also vom Silbenmaß, vom Vers will er ausgehen. Das scheint ihm irgendwie ganz zentral, ganz wesentlich für die Poesie. Darin scheint das besondere Potenzial einer rhythmisierten und metrischen Sprache, die Poesie nimmt dieses besondere Potenzial einer rhythmisierten und metrischen Sprache auf. Nun stellt aber Engels die Frage, was denn eigentlich das besondere Potenzial dieser rhythmisierten und metrisierten Sprache ist. Darin könnte vielleicht tatsächlich die Lösung, die Frage nach dem Wesen der Poesie begründet, beantwortet sein. Drei Punkte führt er dabei an. Der erste ist dieser. Zuerst merkt ein jeder, dass die Art von Takt und Rhythmus, die hierdurch in die Rede kommt, also durch das Silbenmaß, etwas sehr Schmeichelhaftes für das Gehör habe und dass durch dieses Schmeichelhafte, welches sich mit dem Reiz des Neuen und Ungewöhnlichen vereinigt, die Aufmerksamkeit mehr erweckt, der Eindruck mehr verstärkt werde, als durch die freiere, prosaische Art zu reden. Der Vers, der Rhythmus führt so Engel zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit. Der Eindruck, den der rhythmische Text erweckt, ist verstärkt. Wir nehmen versifizierte Rede also nach Engel zumindest zu einer besonderen, besonderen Art von Empfänglichkeit auf. Also der Rezipient ist bei einer solchen Art der Organisation von Sprache besonders empfänglich. Auch der zweite Punkt, den ich hier nicht zitiere, sondern nur paraphrasiere, geht in eine ähnliche Richtung. Das Silbenmaß hat nach Engel den Vorteil, dass das Dargestellte sinnlicher wird, dass es manche in den Worten liegenden Vorstellungen durch Nachahmung sinnlicher macht, heißt es in der fettgedruckten Passage auf der Folie. So kann zum Beispiel ein bestimmter Rhythmus einen feierlichen Eindruck erwecken und damit einer bestimmten feierlichen Szene durch die Form eine besondere sinnliche Erlebbarkeit geben. Hinzu kommt schließlich ein dritter Punkt, der ist der wichtigste, wie Engel sagt, ich zitiere: Mit diesem Vorteil ist ein dritter verbunden, der vor allem der wichtigste ist und sich besonders bei gewissen Silbenmaßen äußert. Dass nämlich die Sprache dadurch der Musik fähig wird, als zu welcher Takt und Rhythmus gehören. Also durch das Silbenmaß wird die Sprache der Musik fähig. Auch ist schon das Silbenmaß selbst, wenn schon die Worte noch nicht gesungen, sondern nur gut rezitiert werden, eine Art von Musik. Musik aber ist lebendiger Ausdruck der Empfindungen und eben dadurch auch Mittel, Empfindungen hervorzubringen. Nicht allein aber macht das Musikalische des Silbenmaßes die Sprache zum Ausdruck und zur Erweckung der Empfindung überhaupt bequemer, sondern auch die eigene Art der Empfindung, die der Dichter jedes Mal ausdrücken und erwecken will, wird durch das Eigentümliche eines klüglich gewählten Silbenmaßes ungemein unterstützt. Der Vers rückt den Text in die Nähe der Musik und damit in die Nähe des wichtigsten Transport- und Ausdrucksmediums für Empfindung, für Gefühle. Für die Poesie bedeutet dies: Dank des Verses kann sie einerseits auf der Seite des Dichters als Ausdruck von Empfindungen dienen und sie kann andererseits auf der Seite des Rezipienten diese Gefühle erwecken. Das sind die beiden Verben, die Engel benutzt, nämlich ausdrücken und erwecken. Poesie ist damit, kurz gesagt, ein Medium für Empfindung. Sie kann Empfindungen vom Dichter auf den Leser übertragen über den Weg des Textes.
Diese drei Beobachtungen bringen Engel dann zu folgendem Schluss. Die Summe von all diesem ist, dass das Silbenmaß dem Ohre schmeichelt, der Einbildungskraft die Ideen mehr gegenwärtig zu machen dienet und die Absicht, das Herz in alle Arten von Empfindungen zu setzen, mit erreichen hilft. Das sind jetzt diese drei Punkte. Diese verschiedenen Vorteile lassen sich aber wieder auf einen allgemeinen Begriff bringen. Das Silbenmaß nämlich ist ein Hilfsmittel, lebhaftere Vorstellungen zu erzeugen. Und wie, wenn nun der ganze Zweck des Dichters und das ganze Wesen seiner Kunst darauf hinausliefe, durch den Gebrauch der Rede, als sie sein einziges Instrument ist, lebhaftere Vorstellungen auszudrücken und zu erzeugen, wieder die Doppelung, auszudrücken und zu erzeugen, oder welches einerlei sagt, diejenigen Seelenkräfte, die allein zur Empfängnis solcher Vorstellungen geschickt sind, die Sinne, die Einbildungskraft, den Witz, das sympathetische Gefühl in Übung zu setzen und sie durch diese Übung zu erhöhen und zu schärfen. Engel resümiert hier. Jetzt geht es um die Summe von all diesem. Und was ist die Summe? Nun, im Grunde ist die Summe ein neues Kriterium. Nennen wir es Zweckkriterium. Ich zitiere es noch einmal. Und wie, wenn nun der ganze Zweck des Dichters und das ganze Wesen seiner Kunst darauf hinausliefe, durch den Gebrauch der Rede, als die sein einziges Instrument ist, lebhaftere Vorstellungen auszudrücken und zu erzeugen. Ein Zweckkriterium ist das deshalb, weil die Poesie hier bestimmt wird als etwas, das man benutzt, um etwas zu tun. Konkret, Poesie ist da, um lebhaftere Vorstellungen auszudrücken und zu erzeugen. Diese Formulierung der Poesiedefinition macht zugleich deutlich, dass es hier um einen zweifachen Zweck geht, und zwar um einen produzentenorientierten und um einen rezipientenorientierten Zweck. Der Produzent kann mit der Poesie lebhaftere Vorstellungen ausdrücken, und er kann sie beim Rezipienten erzeugen. Die Poesie ermöglicht dem Dichter etwas, und sie ermöglicht dem Rezipienten etwas, das ist ihr Zweck, das ist ihre Bestimmung. Dabei passiert letztlich sowohl auf der Produzenten- als auch der Rezipientenseite im Prinzip jedenfalls das Gleiche. Lesen wir den letzten Satz noch einmal, also Zweck der Poesie ist es, das ist die zweite Formulierung, die Engel findet, der Zweck der Poesie ist es, diejenigen Seelenkräfte, die allein zur Empfängnis solcher Vorstellung geschickt sind, die Sinne, die Einbildungskraft, den Witz, das sympathetische Gefühl in Übung zu setzen und sie durch diese Übung zu erhöhen und zu schärfen. Poesie ist also so eine Art Seelenkräfte-Übungsinstrument. Zwei Zeilen darüber spricht Engel ja tatsächlich von der Poesie als einem Instrument. Geübt werden durch das Instrument Poesie also die Seelenkräfte, allerdings nicht alle, sondern nur bestimmte. Engel nennt die Sinne, die Einbildungskraft, den Witz, das sympathetische Gefühl, also das Ein- und Mitfühlen mit anderen. Das sind nicht alle Seelenkräfte des Menschen, es fehlt etwa der Verstand, aber es sind doch schon mal einige. Und diese Seelenkräfte werden nun durch die Poesie geschult, sie werden geübt. Die Poesie ist also eine Art Spielwiese für bestimmte sinnliche und kognitive Tätigkeiten, würden wir heute sagen. Und im Rahmen dieses Spiels kommt es zu einer Übung und damit zu einer Erhöhung und einer Schärfung der Seelenkräfte. Halten wir das also kurz einmal fest. Die Definition der Poesie erfolgt bei Engel über eine Art verbesserungsästhetisches Argument. Poesie verbessert den Menschen, weil sie sowohl dem Autor als auch dem Leser irgendwie die Möglichkeit gibt, sich anzuregen, weil sie ihn anregt, weil sie ihre Sinne, ihre Sympathie, ihre Fantasie, ihr Kombinationsvermögen und so weiter anspricht und dabei schult. Und was ist die Prosa? Lesen wir noch etwas weiter. Die Prosa würde dann der Poesie so entgegengesetzt sein, dass jene mehr auf richtige Vorstellung der Dinge, zur Erweiterung nützlicher Kenntnisse, auf Überzeugung des Verstandes von allgemeinen oder besonderen Wahrheiten, an denen gelegen ist, auf Lenkung und Überredung des Willens vermittels aufrichtiger Darstellung oder hinterlistiger Vorspielung des Wahren ginge. Die Prosa hat hier also ganz andere Zwecke als die Poesie, sie richtet sich an andere Seelenkräfte, an den Verstand und an den Willen. Dabei ist sie zum einen didaktisch oder auch wissenschaftlich, sie will die Kenntnisse erweitern, zugleich ist sie, sagen wir, rhetorisch, sie zielt auf den Willen, den sie nicht nur mit aufrichtiger Darstellung überzeugen, sondern eben auch, und hier kommt so eine negative Wertung ins Spiel, sondern eben auch durch hinterlistige Vorspiegelung überreden will. Also der Prosa, der rhetorischen Prosa, wohnt auch ein manipulatives Potenzial inne. Also, Prosa geht auf den Willen und den Verstand, Poesie auf die Sinne, die Einbildungskraft, den Witz und so weiter. Engel fasst den Grundsatz noch einmal zusammen. Grundsatz:
So oft in einem Werke die Lebhaftigkeit der Vorstellung der hervorstechende höhere Zweck ist, dem die anderen untergeordnet werden, so ist das Werk mehr zur Poesie gehörig. Sobald sie nur mittel- oder untergeordneter Zweck ist, so ist es mehr zur Prosa gehörig. Wir merken hier schon, dass die Begriffe letztlich zu skalaren Begriffen geworden sind. Es geht hier tatsächlich, es ist etwas mehr zur Prosa gehörig und mehr zur Poesie. Hier gibt es keine entschiedenen Zuordnungen mehr, sondern nur noch so eine Skala von sehr poetisch bis sehr prosaisch und sehr viele Zwischenräume. Das aber nur nebenbei, Engel macht das nicht weiter stark. Im Zentrum steht bei ihm letztlich das Konzept der lebhaften Vorstellung, die in der Poesie sowohl ausgedrückt werden kann, als auch beim Rezipienten erweckt werden kann. Die Poesie ist damit nicht mehr durch formale oder inhaltliche oder vergleichbare Kriterien bestimmt, sie ist letztlich über ein psychologisches Kriterium definiert. Denn die lebhafte Vorstellung ist ja etwas, das im Kopf des Dichters oder im Kopf des Rezipienten passiert. Diese Psychologisierung mit der Engel, mit dieser Psychologisierung greift Engel Gedanken auf, die schon länger kursieren, also konkret sind das auch Überlegungen von Moses Mendelssohn und es sind weiter zurückgehend noch mit dem Poesiebegriff Vorstellung aus der Ästhetika von Baumgarten, aber das nur egal, aber das nur nebenbei, diese Psychologisierung ist nicht bei Engel der eigentliche Clou seiner Diskussion. Begegnet sind wir ihr natürlich im Grunde schon am Anfang von Engels Ausführungen. Sie erinnern sich noch, da hieß es eben, jedermann fühlt, dass es Poesie ist, angesichts dieses Gedichts von Gleim. Und fühlen, das heißt in diesem Fall, und das wissen wir jetzt, ich entwickle eine lebhafte Vorstellung, meine Sinne, meine Fantasie, mein Witz sind beschäftigt und deshalb ist der Text Poesie. Also eine solche Bestimmung ist zwar relativ elaboriert, sie bringt aber auch so manche Schwierigkeiten mit sich. Denn was eigentlich wäre, wenn ich eines angesichts von Gleims Versen nichts fühle, und zwar wenn ich keine lebhafte Vorstellung habe, ist dann Gleims Text keine Poesie? Aber Engel sagt doch, jedermann fühlt das, also muss es Poesie sein. Wenn ich das also nicht fühle, dann bin ich vielleicht einfach nicht fähig genug, meine Sehenkräfte sind einfach nicht empfänglich, nicht verfeinert, nicht ausgebildet genug. Sie merken sicherlich, was hier passiert. Wenn ich sage, Poesie ist gebundene Rede, Prosa hingegen ist ungebundene Rede, dann kann ich einen Text objektiv zuordnen. Bei der von Engel vorgeschlagenen Definition wird es jedoch etwas komplizierter. Denn nun kommt irgendwie ein subjektives Moment mit ins Spiel. Engel geht zwar davon aus, dass dieses subjektive Element letztlich jedem Menschen innewohnt, es ist also irgendwie intersubjektiv, jeder Mensch hat die Fähigkeit, den Unterschied zwischen Poesie und Prosa zu fühlen, aber das ist erstmal eine Setzung. Ob das wirklich so ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich will Ihnen das Problem, das hier entsteht, noch anhand von zwei anderen Stellen von Engel und anhand einer Stelle von Eschenburg erläutern. Es ist nämlich durchaus entscheidend. Also, kurz nachdem Engel seine Definition der Poesie gefunden hat, widmet er sich dem Poesieproduzenten, dem Dichter also. Dieser muss, um Poesie zu schaffen, Genie haben. Das ist eine Setzung von Engel, die ganz im Diskurs, seiner zeitgenössischen Diskurs sich bewegt. Also, ein Dichter muss Genie haben, um ein Dichter zu sein, um Poesie schaffen zu können. Engels Bestimmung des Dichters oder der poetischen Genies geht dann wie folgt. Poetisches Genie ist nun, nach unserer Erklärung des Gedichts, die Fähigkeit, Ideen von einem hohen Grade der Lebhaftigkeit hervorzubringen, mithin liegt es in einer vorzüglichen Stärke der oben benannten Seelenkräfte. Der Dichter, also derjenige, der Poesie schaffen kann, ist ein ausgezeichnetes Individuum, der für die Poesie erforderlichen, Seelenkräfte sind bei ihm in vorzüglicher Stärke ausgeprägt. Das aber bedeutet letztlich nichts anderes, als dass eben nicht jeder Poesie schaffen kann. Nicht jeder ist ein Poesie, bei manchen sind die nötigen Seelenkräfte einfach nicht stark genug. Wir haben hier also eine Art psychologisches Argument, mit dem man jemanden die Poetenhaftigkeit absprechen kann. Und damit sind wir letztlich bei Bourdieu. Erinnern Sie sich, wir hatten ja vorhin einen Mechanismus des literarischen Feldes kennengelernt, der darin besteht, Akteuren die Legitimität als Dichter abzusprechen, wodurch diese Akteure und ihre Werke dann aus dem literarischen Feld ausgegrenzt werden. Diesen in Engels Definition angelegten Mechanismus, den wir irgendwie im Prinzip schon kennen, bringt nun Eschenburg auf den Punkt.
Eschenburgs Schrift tut das in der Schrift mit dem Titel Theorie und Literatur der schönen Wissenschaft. Die haben wir in den letzten Sitzungen bereits kennengelernt. Diese Abhandlung erschien im gleichen Jahr wie Engels Abhandlung und weist insbesondere hinsichtlich der Poesie-Prosa-Frage zahlreiche Übereinstimmungen auf. Man könnte auch sagen, die Perspektive, die Sichtweise von Engel und Eschenburg, das sind beide Spätaufklärer, ist im Wesentlichen identisch. Zur Befähigung des Dichters heißt es nun, also des poetischen Genies, zu dessen Befähigung heißt es nun bei Eschenburg, Sie sehen das Zitat an der Folie, auf der Folie, den Namen eines Dichters verdient also der noch lange nicht, der bloß die Fähigkeit besitzt, gewöhnliche Gedanken und Empfindungen in Silbenmaß und Reim zu bringen. Das ist ganz auf der Linie von Engel und es klingt auch sehr nach Bourdieu, insofern hier jemanden der Name, der Titel eines Dichters abgesprochen werden kann, beziehungsweise ein Kriterium dafür angegeben wird. Also, wer mit Recht auf diesen Namen des Dichters Anspruch machen will, muss ein vorzüglich lebhaftes Gefühl, eine sehr empfängliche Fantasie, eine ungewöhnliche Wirksamkeit des Geistes und dabei sichere Beurteilung und richtigen Geschmack besitzen. Auch muss seine Denkungsart edel und gebildet genug sein, um diese Talente auf die beste Art anzuwenden und dadurch die wohltätigsten Eindrücke hervorzubringen. Und in dieser Absicht wird genaue Seelenkenntnis, Beobachtungsgeist und richtiges moralisches Gefühl dem Dichter, der seinen Beruf ganz erfüllen wird, unentbehrlich sein. Hier geht es jetzt ganz explizit darum, ich habe es bereits erwähnt, wer den Namen eines Dichters tragen darf, wer anders, nämlich mit Bourdieu gesagt, wer als Akteur im literarischen Feld anerkannt ist, legitimiert ist. Die meisten Kriterien, die Eschenburg in diesem Zusammenhang nennt, kennen wir dabei schon von Engel. Ein paar weitere, sehr interessante, kommen hinzu, also so etwa die sichere Beurteilung und der richtige Geschmack, eine edle und gebildete Denkungsart oder ein richtiges moralisches Gefühl. All das sind nun individuelle Dispositionen. Wer diese nicht hat, wird aus Eschenburgs und auch aus Engels Perspektive einfach keine Poesie schaffen können. Ähnlich argumentiert auch Engel im Weiteren. Bei ihm kommt aber noch etwas hinzu, das schauen wir uns nochmal an. Wir gucken auf die letzte Passage aus Engels Anfangsgründen bzw. aus dem Kapitel, das wir uns soeben genauer angeschaut haben. Diese Passage lautet, ich zitiere, Das Genie ist aber nicht immer und nicht in jedem Augenblicke Genie. Nicht alle seine Ideen haben den gehörigen Grad von Lebhaftigkeit, nicht alle Ideen sind der Seele gleich angenehm, es sei nun, dass sie sinnlichen Widerwillen erregen oder das moralische Gefühl beleidigen. Um es kurz zu fassen, nicht alle Ideen, Ausdrücke und Anordnungen sind schön. Also irgendwie ploppen aus dem Genie die ganze Zeit irgendwelche Ideen auf, und nun gilt es aber hier noch Selektion durchzuführen. Einige verstoßen gegen moralische Gefühle, sie sind irgendwie unmoralisch, einige gegen den erregen sinnlichen Widerwillen, sie sind hässlich, könnte man sagen, grotesk, übersteigert. Also da muss nochmal ausgewählt werden. Es muss, so heißt es dann weiter bei Engel, es muss also noch der Geschmack hinzukommen, der in dem undeutlichen Urteile über die Schönheit besteht. Kritik ist eben dieses Urteil, entwickelt und deutlich gemacht oder kürzer, der resonierte Geschmack. Also auch hier wird vom Genie Geschmack gefordert. Nicht alle seine Ideen sind wirklich geschmackvoll und der Geschmack sortiert dann noch einmal aus. Auf der Seite des Produzenten besteht der Geschmack dabei in einem undeutlichen Urteil. Also das Genie kann irgendwie intuitiv die richtigen Ideen auswählen, die dann umgesetzt werden ins poetische Kunstwerk. Und dann gibt es eben noch andere, die Form des resonierten Geschmacks oder eben die Kritik, die diese nur unbewusst auf der Seite des Genies nur unbewusst formulierten Urteile oder vollzogenen Urteile entwickelt und deutlich macht, im Grunde explizit macht. Das Ergebnis ist dann der resonierte Geschmack oder der vom Verstand durchwirkte Geschmack, der begründete Geschmacksurteile formuliert. Was aber bedeutet das alles für unsere Frage nach der Poesie? In aller Kürze könnte man sagen, ob etwas Poesie ist oder nicht, hängt davon ab, ob ich fühle, dass es Poesie ist. Fühlen kann ich das aber nur, wenn ich den richtigen Geschmack habe. Was aber der richtige Geschmack ist, das wissen vor allem die Theoretiker und Kritiker wie Engel und Eschenburg. Zwar würden diese sagen, dass prinzipiell jeder Mensch einen richtigen Geschmack haben kann, jedenfalls denkt das die ästhetische Theorie der Aufklärung so, trotzdem muss nicht jeder Mensch diesen richtigen Geschmack auch ausgebildet haben. Wenn man nicht ausreichend gebildet ist, seinen Geschmack nicht geschult und veredelt hat, dann kann es passieren, dass man falsche Geschmacksurteile trifft.
dass man also zum Beispiel etwas für poetisch hält, was eigentlich bloß prosaisch ist. Ich kann es nur leider nicht erkennen. Was also ist hier passiert? Nun, die Frage nach Poesie und Prosa ist zu einem Geschmacksurteil geworden, das wesentlich auf dem Bildungsstand der Seelenkräfte des Urteilenden basiert. Poesie und Prosa lassen sich also nicht mehr anhand von Texteigenschaften bestimmen. Damit aber wird die Zuordnung angreifbar. Sie kann zum Gegenstand von Definitionskämpfen und Urteilskonflikten werden. Stellen wir uns ein Beispiel vor. Ein Leser liest einen Text, der bei ihm keine lebendige Vorstellung hervorruft, der insofern für ihn nicht poetisch ist. Jetzt kann allerdings jemand wie Engel kommen und sagen, naja, das ist leider kein Problem des Textes, sondern das ist dein Problem, lieber Leser. Du bist einfach nicht gebildet genug, deine Fantasie ist zum Beispiel einfach nicht ausgeprägt genug. Denn sonst würdest du unmittelbar fühlen, dass dieser Text natürlich Poesie ist, denn du hättest eben lebhafte Vorstellungen. Sie sehen, ich habe es am Anfang bereits erwähnt, Poesie und Prosa sind hier schließlich zu Wertbegriffen geworden. Wertbegriffe allerdings, die immer wieder rückgebunden werden an die psychologischen Dispositionen, an die psychologischen Fähigkeiten des Subjekts, an die psychischen Fähigkeiten des Subjekts. Damit aber ist ein Spielraum eröffnet, in dem man sich wertend darüber streiten kann, was Poesie und was nicht, wobei stets die Möglichkeit besteht, gewissermaßen ein Urteil ad hominem, auf den Menschen bezogenes Urteil, auf die einzelne Person bezogenes Urteil zu fällen, indem man den Geschmack und damit die Urteilsfähigkeit dem anderen abspricht. Lassen Sie mich abschließend ein paar Punkte festhalten und zugleich noch mit ein paar Textstellen einen Ausblick auf die nächste Woche werfen. Halten wir zunächst fest. Anhand von Engel haben wir diverse Möglichkeiten kennengelernt, Poesie und Prosa voneinander zu unterscheiden. Es sind dies das Verskriterium, das ist, wenn man so will, das klassische, jedenfalls das traditionelle Kriterium, darüber hinaus das Fiktionalitätskriterium schließlich, das Ausdrucks- oder auch Stilkriterium. Alle drei Kriterien, und das ist das Entscheidende, werden von Engel verworfen. Keines von ihnen vermag es, den Begriff der Poesie hinreichend zu definieren. Dass diese Definition nicht hinreicht, liegt dabei unter anderem an einem zunächst unscharfen, undeutlichen Urteil eines idealen Lesers. Dieser ideale Leser fühlt, dass ein Text Poesie oder Prosa ist, wobei dieses Gefühl durch keines der angeführten Kriterien hinreichend gestützt werden kann. Engel nimmt damit das vor, was man als Psychologisierung der Differenz von Poesie und Prosa bezeichnen könnte. Psychologisierung meint dabei, ob etwas Poesie oder Prosa ist, hängt primär nicht von textuellen Merkmalen ab, sondern von ästhetischen Gefühlen und entsprechenden allerdings meist undeutlichen Urteilen. Damit geht einiges einher, drei Punkte halte ich für besonders bemerkenswert. Erstens, ob ein Text Poesie oder Prosa ist, hängt nun davon ab, ob er eine bestimmte psychische Reaktion beim Leser auslöst. Engels formuliert das in seinem Zweckkriterium, das lautet, Poesie ist in der Lage, lebhaftere Vorstellungen zu erzeugen, das eben ist ihr Zweck. Anders gesagt, Poesie zielt darauf, bestimmte Seelenkräfte auf eine besondere Weise anzuregen. Das hat Konsequenzen nun zum einen für die Produzenten, zum anderen für die Rezipienten. Fangen wir an beim Produzenten. Zweitens, Poesie zu schaffen ist angesichts dieser Definition keine Frage des Handwerks mehr. Poesie wird entkoppelt von strikter Handwerklichkeit oder, um noch einmal Eschenbuch zu zitieren, den Namen eines Dichters verdient also der noch lange nicht, der bloß die Fähigkeit besitzt, gewöhnliche Gedanken und Empfindungen in Silbenmaß und Reim zu bringen. Hinter der Psychologisierung des Poesiebegriffs steckt also auch die Genieästhetik. Dichtkunst oder eben Poesie wird nicht mehr auf Basis eines Sets von Regeln geschaffen, nach denen sich Texte mit bestimmten Eigenschaften hervorbringen lassen. Poesie setzt vielmehr einen Produzenten voraus, der auf sehr individuelle Weise bestimmte Wirkungen hervorzurufen vermag. Wenn er das nicht kann, ist er kein Poet, ist sein Werk keine Poesie. Selbst wenn er auf großartige Weise die Regeln beherrscht, etwa unglaublich gut reimen kann. Das reicht nicht, solange seine Seelenkräfte nicht so besonders ausgebildet sind, dass sie jene poesiespezifischen Wirkungen hervorrufen können. Kurz gesagt, ob etwas als Poesie wirken kann, hängt von der Güte der Seelenkräfte des Produzenten ab. Das ist der zweite Punkt. Der dritte betrifft den Rezipienten. Poesie ist das, so hatten wir gesehen, was ganz bestimmte psychische Reaktionen hervorruft. Ob ein Text nun eine bestimmte Reaktion hervorruft oder nicht, hängt von mindestens zwei Faktoren ab. Zum einen davon, ob der Text diese Reaktion hervorrufen kann,
zum anderen davon, ob der Rezipient, also der Leser, psychisch so disponiert ist, dass diese Reaktion hervorgerufen werden kann bei ihm. Entscheidend ist an dieser Stelle der zweite Punkt, der in Kürze lauten könnte: Ob etwas als Poesie wirken kann, hängt von der Güte der Seelenkräfte des Rezipienten ab. Zentral wird, das zeigen sowohl die Überlegungen zum Produzenten als auch zum Rezipienten, die psychischen Fähigkeiten, Poesie zu erzeugen und zu erkennen. In beiden Fällen kommt damit der Geschmack ins Spiel, dem kommt eine zentrale Rolle zu. Nur wer Geschmack hat, vermag Poesie zu schaffen und zu erkennen, wobei Geschmack so verschiedene Dinge wie Bildung, moralisches Gefühl, eine besonders ausgeprägte Fantasie und so weiter voraussetzt. Alles hängt damit davon ab, wer Geschmack hat und wer nicht. Dabei ist der Geschmack, sind Geschmacksurteile im Denken der Aufklärung keineswegs subjektiv. Jeder Mensch ist prinzipiell in der Lage, richtige Geschmacksurteile zu fällen. Das jedenfalls würden die Ästhetiker der Aufklärung sagen. Geschmacksurteile sind demnach zwar nicht objektiv, sie funktionieren nicht so wie Erkenntnisurteile, etwa wie Aussagen im Bereich der Naturwissenschaft, aber sie sind doch intersubjektiv. Jeder Mensch hat das Potenzial, richtige Geschmacksurteile zu fällen. Allerdings eben nur das Potenzial. Das aber heißt auch, die Fähigkeit, ein richtiges Geschmacksurteil zu fällen, einen guten oder auch richtigen Geschmack zu haben, diese Fähigkeit kann man jemandem absprechen oder auch zusprechen. Hier also eröffnet sich, um mit Bourdieu zu sprechen, der Raum für Definitionskämpfe. Einfach gesagt, wenn ein Akteur im Feld nur mit ausreichend Macht, mit hinreichend Legitimität ausgestattet ist, dann kann dieser Akteur gewissermaßen seinen Geschmack dominant setzen. Er kann dann also zum Beispiel einem anderen Akteur den richtigen Geschmack absprechen und damit zugleich das Werk dieses Akteurs aus dem Bereich der Poesie verbannen oder diesen Akteur auch als einen kompetenten Sprecher über einen legitimen Sprecher über Literatur verbannen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Aber noch eine andere Möglichkeit ergibt sich, wenn Poesie und Prosa, wie wir gesehen haben, zu Wert begriffen werden. Ich will Ihnen das abschließend und ausblickend noch an zwei ganz kurzen Zitaten veranschaulichen. Das eine Zitat kennen Sie sogar schon. Beide Zitate stammen von Friedrich Schlegel, dem einen der beiden Romantiktheoretiker Schlegel. Und beide Zitate stammen aus der Zeitschrift Athenäum. Auch dieses Zeitschriftenprojekt der Frühromantik hatte ich Ihnen in der letzten Woche bereits kurz vorgestellt. Zwei Zitate also von Friedrich Schlegel aus dem Athenäum. Sie sehen die Zitate. Hier, das erste, bezieht sich auf Goethes Roman Wilhelm Meister, der nächste Woche noch eine Rolle spielen wird. Das Zitat lautet, diese wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Und auch das zweite Zitat bezieht sich auf Goethe. Es lautet, Goethes rein poetische Poesie ist die vollständigste Poesie der Poesie. Was passiert hier? Wir haben ja gesehen, dass Poesie und Prosa bereits bei Engel weitgehend entkoppelt werden von konkreten Textmerkmalen, wobei die Begriffe auch zu Wert begriffen werden. Damit aber entsteht nicht zuletzt die Möglichkeit zu einer Kombinatorik der Begriffe, die nach dem Prinzip der Steigerung funktionieren kann. Die Poesie der Poesie ist, so könnte man sagen, eine besonders hochwertige Poesie. Also wir hatten diese Skala gesehen, dieses skalare Modell, etwas ist mehr Poesie oder mehr Prosa, das hatten wir bei Engel entdeckt. Und wenn jemand sagt, hier ist Poesie der Poesie, dann ist das offenbar ein besonders stark, weit besonders ausgebildeter, besonders wertvoller Punkt in dieser Skala. Und man kann eben auch dann von einer Prosa sprechen, die doch Poesie ist, was das Werk dann auf dieser Skala stark vom Prosapol in Richtung Poesiepol verschiebt. Also mittels dieser Kombinatorik von Poesie und Prosa entsteht nun also sowas wie eine interne Strukturierung des Feldes der Dichtkunst. Dieses Feld der Dichtkunst wird sozusagen unterteilt in Bereiche mit je unterschiedlicher Dignität, mit unterschiedlicher Wertigkeit. In einem Schaubild zusammengefasst könnte das so aussehen. Wir haben zum Beispiel zum einen den Bereich der normalen Poesie, also normal in Anführungszeichen. Zudem haben wir einen Bereich einer besonders herausragenden Poesie, die Poesie der Poesie, von der eben Schlegel gesprochen hat. Und wir haben einen Bereich, in dem wir eine besonders hochwertige Prosa finden, eben eine Poesie der Prosa oder auch eine poetische Prosa. Außen vor bliebe dann noch die bloße Prosa oder eben die prosaische Prosa. Und genau hier werden wir in der nächsten Woche weitermachen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und danke Ihnen für heute sehr für Ihre Aufmerksamkeit.